Ich habe mich gefreut, dass bei dem einen Video, wo ich das angekündigt habe, mit dem Minecraft Diamant 2, da sind ja die Diamanten ja nur dafür, das sind maximal Diamanten eingestellt, nur für, bis wir 16. Das heißt, die sind nur knapp unterm Boden und hier habe ich eine Savannengegend. Wohl eigentlich würde ich als 50 Abo Special einen Minecraft Hardcore beginnen. Da komme ich gar nicht bis ganz da oben hin. Da komme ich gar nicht mal ran, das macht aber erstmal nichts. Erstmal hier dreimal Holzklopfen Inventur erzielen. Und Sticks zum Werkbank. Prinzip hier ist mal wieder der nächste Akazienbaum. Soll ich erstmal Akazienbaum abholzen? Ich glaube, ich grab erstmal mich bloß ein bisschen rein in die Welt hinein. Holzachs. Holzachs erstmal dazu, um das hier alles abzuholzen. Da ist kein Holz mehr. Was ist das denn hier unten? Kies. Da geht's sogar über die Wolken hinaus. Wo könnte ich mein Haus denn hinbauen? Wo mein Haus hin soll. Wohin denn? Hier sind Berge. Irgendwie will ich da auf das Wüstengebiet da hinten gehen. Ich weiß es aber nicht genau. Ich glaube, ich gehe in die Richtung da hinten. Ich grabe mich hier in den Berg rein, das mache ich, weil dann bin ich noch näher am Spawn dran. Ich grabe mich hier einfach hier in die Welt hinein und es kriegt auch noch Steine dazu. Eine kann ich gut gebrauchen. Hier ist relativ viel Stein auch. Ich werde hier erstmal so ein 5x Raum graben, also x, also die Länge x hier. 5 mal 5 wäre nämlich 5 Blöcke hoch, aber da soll ja nur 3 Blöcke hoch sein. Und die Länge mache ich dann auch erstmal. Anscheinend 4 Blöcke könnte die Hacke so gerade verkraften. Weil er gerade nicht verkraften, würde ich sagen. Ich glaube, ich will einen Lavasee. Muss man mal ein bisschen höher stellen hier. Das ist ein Lavasee, was ich höre. Relativ bei mir in der Nähe.
Oder ist meine Spitzhacke und eine Axt hergestellt werden? Aus Stein, das mal. Ich mach den erstmal 5x5x5 groß. Nein, 5x3x5 heißt das. Bin dann schon relativ nah an einen Lavasee. Die Diamanten kommen ja nur ab Höhe 10 vor. Wow! Da ist ein Lavasee! Direkt an mein Haus ein Lavasee. Das muss ich hier auch behalten, hier das Haus. Und da habe ich nämlich direkt mal einen Zugang zu einem Lavasee. Ist auch ein Berg hier. Es ist gerade Mittag und es ist so etwas mehr als die Hälfte vergangen des Tages. Hab da mal drauf. Da sind Schafe. Da will ich noch ein bisschen die Holzachse verbrauchen. Hier geht es wieder schneller weg hier, wenn man da auf diese Blätter draufhaut. Ah, ich brauche ja noch ein Schwert dafür, um die abzuholzen. Nein, nicht abzuholzen. Obwohl, eigentlich kann ich die Axt da ja verwenden, weil die ja die zweithöchsten Angriffsschaden hat nach einem Schwert. Hier hinten ja die Schafe attackieren. Die bringen ja zusätzlich ein braunes Schaf. Man braucht ja seine Wolle. Eine Holzaxt braucht zwei Schläge, um sowas zu zerschlagen. Außerdem droppen die Hammelfleisch. Hammelfleisch. Erstmal die Axt aufbrauchen. Und jetzt ist die Axt auch kaputt. Und verletzt sich auch direkt. Habe ich hier immer viermal Hammelfleisch bekommen. Das ist die Schafe. Das ist noch eins. Dafür Critical Hits kriege ich die dann. Ich glaube, ich kann die sonst züchten, nämlich. Wenn ich Schafe oder Tiere oder sonstiges finde. Nehmen wir jetzt mal die Setzlinge hier noch mit. Ich bin ja hier genauso wie bei Minecraft. Ich hatte mal 3 Let's Play hier in einer Savanne gespawnt. Das ist mein Haus sozusagen. Auch erstmal hier einen Ofen. Vielleicht ein bisschen Holzkohle herstellen hier. So viel brauche ich ja gar nicht. Ein Bett schon mal hinsetzen. Und Sand muss ich mir am besten auch bald holen. Eine Schaufel. Und noch ein Schwert. Jetzt kann ich so erstmal die Weichen auf Steinwerkzeuge umsteigen. Sand ist da hinten. Dann muss ich mir am besten so einen schnellen Übergang rüberbauen. Wenn der Part euch positiv kommt, dann werde ich
und weitere machen nach. Keine Erde mehr. Und es ist schon dunkel draußen. Jetzt die Insel anscheinend mal hier möglichst weit abflachen. Muss auch noch eine Tür herstellen. Akazienholztür, die hier hin. Es ist so dunkel draußen. Boah, ich habe ganz schön viele Erfolge auf einmal plötzlich erzielt hier. Jetzt erstmal hier den Rest hier mitnehmen. Ach, Dix. Und da oben mit. Fuck. Und einmal. Da muss ich jetzt nicht auch nicht. Ich wollte mir gerade plötzlich niesen. Wollte ich plötzlich auf einmal niesen, aber war jetzt gerade so. Braune Wolle, dafür muss ich auch mal eine Truhe machen. Und ich möchte auch noch Eisen haben, also eine Hacke muss ich ja auch noch herstellen. Was ich alles erstellen will hier. Eine Hacke. Fange an zu ackern, weil ich einen Samen habe. Und wo grabe ich mich denn am besten rein? Da ist der Lavasee. Ich sag mal, ich grabe mich hier rein. Um hier am Lavasee vorbeizukommen. Anscheinend doch nicht. Hier ist nämlich der Lavasee. Wo ich direkt an mein Haus dran bin. Direkt an den Lavasee, muss ich also hier irgendwie ausweichen, den Lavasee ausweichen. Was ich auch noch nie getan habe beim Let's Play. Wo ich bei mir gerade meinen Lavasee ausweichen muss. Jetzt bis zu den Diamanten runtergraben. Sand. Sand. Oh, Wasser. Wieder so eine Behinderung. Wurde schon wieder behindert hier. Bruchstein hier hinsetzen. Das ist schon die. War ja eigentlich schon die zweite Behinderung. Geht aber ganz schön weit runter hier. Ich glaube, ich muss ihn nochmal die Richtung wechseln. Jetzt kommt hier nämlich schon wieder Wasser runter. Kohle. Ich will eigentlich gerne Eisen haben, bevor ich auf die Diamanten treffe. Den Sand, den würde ich ja auch noch zu Glas arbeiten, würde ich dann den Lavasee direkt für mein Haus aussehe. Eisen. Treffe ich direkt mal auf ein Eisenvorkommen. Das ist natürlich ganz gut, wenn ich nämlich zu den Diamanten will. Jetzt treffe ich direkt auf ein ziemlich großes Eisenvorkommen. Brauche nämlich mehr als eine Eisenspitzhacke. Und wieder Kohle. Grab nochmal mit der Eisenspitzhacke mich runter. Weil das, weil ich ja schon ein Minecraft Diamant habe, will ich das jetzt Minecraft Diamant 2 nennen. Die Diamanten sind diesmal ein bisschen anders verteilt. Die
kommen nur direkt am Boden vor. Ich muss also erst runtergraben zu den Diamanten. Kann ich die Schaufel? Geht ja nicht. Die Schaufel kann man hier nicht durch. Und die Spitzhacke ist schon mal wieder am Ende. Mein Hunger geht auch relativ schnell zurück, deswegen sollte ich auch erstmal wirklich schnell eine Schere. Eine Schere brauche ich nicht, ich brauche eine. Das ist der Lavasee. Oh, schnell. Wo ist das Eisen? Da. Das Hammelfleisch, weil jetzt müssen wir direkt essen. Da, ich will nicht schlafen. Ich wollte ja zum Sand hin. Da habe ich auch relativ viel Cobblestone. Und wenn ich verlassen. Ah, das verbaut. Ich will mich da hinten zum Sand hinarbeiten. Jetzt hier mit dem Cobblestone weiter abbauen. Ich habe jetzt nur noch 4 Hammelfleisch. Also ich finde es immer direkt am Anfang am schwierigsten Nahrung zu bekommen. Deswegen würde ich im Hardcore Let's Play so machen, dass ich Cheats anhabe, damit ich mir dann Nahrung holen kann. Weil sonst würde das Let's Play, das sollte nämlich mindestens 10 Parts lang werden. Wenn ich den einfach schon in Part 2 oder 3 den Hungertod sterbe, dann würde ich sagen, vielleicht Hardcore 2, dass ich am zweiten Mal sozusagen mit den Cheats mache. Dass der Hunger hinten dann immer voll wird. Ich habe gerade Vögel wie im Frühling draußen. Kommt irgendwie gerade ein bisschen Frühlingsstimmung, finde ich, auf. Wo wir jetzt Oktober haben. Ich freue mich schon so auf Winter. Wenn es mal mein Geburtstag, also ich habe ja kurz nach Weihnachten Geburtstag. Da wünsche ich mir auf jeden Fall Schneefall. Zuletzt gab es bei mir 2010 Schnee. 2009 lang nur Schneereste. 2008 und 2007 war es grün und 11, 12, 13 natürlich auch. Aber 2009 gab es ja auch weiße Weihnachten, aber dann, mein Großer war dann nicht mehr weiß, da lagen nur Schneereste. Boah, das ist ja schon die Wüste hier. Da bin ich jetzt schon bei der Wüste angekommen, da. Dann nehme ich den Kaktus hier mitnehmen und... Da ist normaler bzw. Birkensalz. Und dann grabe ich mir jetzt nur ab, weil ich ja... gerne dass die Lava sehen will. Wir hätten ja auch noch eine weitere Insel. Da Zuckerrohr, das will ich mir auch holen. Das kann ich dann ja auch züchten. Zuckerrohr. Da muss ich auch Tiere, also Tierzucht betreiben. Im besten ein bisschen größerem Maße auch. Damit ich relativ schnell auf die Leder komme, um überhaupt genug Bücher herzustellen für Verzaubern. Weil ich ja beim Let's Play ja auch schon, glaube ich, über 40 Erfahrungslevel habe. Die ich einfach nicht gebrauchen kann, weil ich ja einfach nicht genug Bücher habe. Da fehlt mir das Leder zu. Da habe ich auch schon wieder verbaut. Und jetzt wieder nach Hause. Dann muss ich die Insel auch noch ein bisschen begradigen. 19 Minuten Aufnahme, es ist also jetzt bald wieder dunkel werden, da ist die Sonne. Die Hacke habe ich jetzt noch nicht gebraucht. Aber ich muss ja noch einen Teil der Insel irgendwie abflachen, vielleicht da oben drauf, vielleicht eine Farm oder eine Burg bauen oder was ich sonst da bauen kann. Und was ist jetzt denn? Das Eisen ist fertig. Das heißt, ich kann mir einen Eimer machen. Und eine Eisenspitzhacke. Und vielleicht auch die beiden verbauten Blöcke abzubauen. Deshalb will ich hier nochmal ein bisschen dies hier noch ebnen.
Eisenspitzhacke. Ja, da muss ich immer den ebenen Weg nach oben graben. Habe ich hier mal so einen Weg nach oben. Um später hier dann die Nahrungsfarm aufzubauen. Ich will mich schon ein bisschen auf Hardcore vorbereiten. Aber ihr könnt mir auch in den Kommentaren schreiben, ob ich bei Hardcore auch die Erze maximal stellen kann. Dass ich zumindest irgendwie relativ viel Eisen habe. Dass ich eigentlich das Eisen nicht an der Oberfläche vorkommen lasse. So zum Beispiel in Unterhöhe 40 Grad mal ja vorkommt. So weit hoch brauche ich ja gar nicht. Ich werde ihn wahrscheinlich wieder zumachen müssen. Und da ist schon die Schaufel so, so ein Klack. Schaufel auf dem Zerborsten. Es wird wieder dunkel. Hier habe ich ja noch den Sand hier, aber ich brauche mehr Kohle dafür. Glück auf technischer Fortschritt, Schmiedekunst. Also viel Erfolg erzielt und ich hoffe mal, dass der Fall dafür gefallen hat, weil ich ja 21 Minuten bin. Dann zeigt es mir einen Daumen nach oben, ein Teil des Videos und ein Abonnieren. Dann würde ich mich natürlich auch freuen. Dann folgen auch normale Let's Play-Teile. Bis dann und ciao.